Und damit herzlich willkommen zu einer kleinen, einem Let's Show, einem Let's Talk, einer kleinen Vorstellrunde. Und zwar nicht von einem neuen Spiel, nein, nicht von einem neuen Let's Player, nicht von einem Freund von mir, nicht von einem Mitaufnehmer, nein, sondern von meinem neuen Computer. Ja, es ist tatsächlich endlich soweit. Er ist angekommen. Ich habe gerade die erste Aufnahme gemacht, in der ich schon über diese Aufnahme hier rede. Also nicht wundern. Diese Aufnahme kommt hoffentlich etwas früher. Und ich habe sie mit ein paar Bildern bespickt. Ich weiß es nicht genau. Ich denke einfach mal, ich habe das bestimmt irgendwie hingekriegt. Jedenfalls reden wir heute über meinen neuen Computer und was er so enthält. Ich habe mich natürlich nicht lumpen lassen hier und ich wollte unbedingt endlich mal einen vernünftigen Computer haben. Deshalb ist mein Computer etwa so ausgestattet wie der von meinem werten Mit-Let's Player King Freddy und viel besser als Kishis, haha. Ich hoffe, ich übersteuere nicht maßlos. Ich habe keine Ahnung. Ich erzähle euch jedenfalls jetzt erstmal, was alles drin ist und warum das geil ist, schreibe ich immer rein. Oder ich lese es vielleicht auch vor. Zuerst mein Mainboard. Das MSI Z97G45 Gaming Mainboard. Mit Sound, GLAN, USB 3.0, SATA 3 und mSATA. Um nur einige zu nennen. Das MSI Z97G45 Gaming Mainboard basiert auf dem Intel. Chipsatz, Prozessor und den Sockel, Es verfügt über ein paar Slots, bei Einsatz, da steht ganz viel Text bei, das sind Details. Die hau ich euch einfach mal komplett so, wie sie sind. Diesen kleinen Zusammenfassungstext, jetzt in das Video, wenn ich daran gedacht habe, genau jetzt. Jetzt steht das so drin, jetzt. Jetzt nicht mehr. Jetzt kommen wir nämlich zu meinem Prozessor. Und zwar ist in diesem wunderschönen Mainboard ein Intel Core i7 Prozessor verbaut. Ich kann euch jetzt mal die genaue Beschreibung dafür, also nein, ich lese euch jetzt mal den genauen Namen vor. Er heißt Intel Rights Inclusive Core Trademark i7 4770K, CPU. In der Boxed-Variante gekauft. Allerdings habe ich den Computer geschickt gekriegt. Und auch dazu steht hier jetzt ein ganz toller Text und den könnt ihr jetzt lesen. Ja, jetzt immer noch. Ich gebe euch noch 5, 4, 3, ne, jetzt nicht mehr. So, nach dem Prozessor, waren wir gerade beim Prozessor? Ich glaube, wir waren gerade beim Prozessor. Da kommt natürlich was auch anders. Der Tower. Nein, die Grafikkarte habe ich mir als nächstes vorgenommen. Die Grafikkarte ist von Jane Ward. Modifiziert, keine Ahnung, ist mir doof. Ist eine GeForce GTX 770 Phantom 4 GB Grafikkarte. Auch zu ihr hier ein wundervoller Text. Bitte jetzt lesen. Jetzt nicht mehr, danke. Und damit kommen wir schon zu meinem Arbeitsspeicher. Ich habe hierin verbaut das Crossair DMI 16 GB DDR3 1600er Kit in Blau zu einem blau-roten Computer, blau-rot-weißem Computer. Es ist rot, da komme ich gleich nochmal zu. Aber das ist ja eh nur Aussehen. Hierzu ein ganz kurzer Text, bla. Werde ich euch jetzt mal kurz da reinschneiden. So, jetzt könnt ihr gelesen haben. Und jetzt kommen wir zum nächsten. Und zwar meinen Festplatten. Davon gibt es zwei an der Zahl. Erstmal zur schnellen, zur SSD. Das ist eine Samsung 840 Evo 2,5 250 GB SSD. Ohne Kabelmanagement. Auch zu ihr wieder ein ganz toller Text. Zu der kann ich aber schon was sagen. Da ist mein Betriebssystem drauf. Betriebssystem komme ich nach den beiden Festplatten zu. Und eine SSD ist echt verdammt schnell, ist mir aufgefallen. Also, so im Vergleich ist das schon geil. Naja, das zu meiner ersten Festplatte. Die zweite ist eine Seagate ST 4000 DX001 4 TB Festplatte.
4 TB fand ich ganz schön. Auch zu ihr wieder ein kleiner Text hier. Was mich jetzt auch schon zum Betriebssystem kommen lässt, wozu ich keinen Text schreibe, weil ich noch nicht ganz sicher bin, ob ich. Ich habe gesagt. Thema beendet. Ja, langsam kommen wir zum Unwichtigen, obwohl es eigentlich das Wichtigste am ganzen Computer ist, denn ohne würde er nicht funktionieren, nämlich das Netzteil. Ein eCrawl GT700S Netzteil in Schwarz-Rot. Wunderschön mit Kabelmanagement. Auch zu ihm ein kleiner Text. Ja, 700S hat halt 700 Watt. Ist relativ leise, muss ich sagen. Ich höre es überhaupt nicht. Der Lüfter läuft auch nicht. Ist ganz cool. Sieht ganz schön aus. Was mich dann auch schon zum letzten Punkt bringt, und zwar zumindest zum Computer. Danach habe ich noch einen kleinen. Ihr hört das ja hier so. Warte, 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 warte. Das ist auch noch was etwas anderes als sonst. Und, naja, das ist bepowert mal halt meinen Computer. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Gehäuse, nämlich dem Acrol. Cool, Eric cool, keine Ahnung, ich kann nicht so gut Englisch lesen. Strike IG Advanced White Gehäuse in weiß, blau. Ich find's ganz hübsch. Also ich fand's ganz hübsch, deshalb habe ich's genau im Punkt. Auch hierzu wieder ein kleiner Text. Und für meine Maus, da muss ich mir mal ganz kurz einen Link öffnen. So, Moment, dürfte gleich geöffnet haben. Ich habe gerade kein Internet. Kein gutes Internet. Und zwar habe ich mir kurz bevor der Computer kam eine neue Maus bestellt über den werten Herrn Freddy White. Schnurlos wollte ich jetzt eigentlich nicht. Aber nehmen wir die doch einfach gerade mal. Und zwar habe ich mir eine G700S Gaming Laser Maus von Logitech gegönnt. Dazu passend. Kommt auch noch mal auf jeden Fall eine Tastatur. Ich habe ja momentan keine Tastatur, keine vernünftige, weil ja meine andere dem werten Herrn Apfelsoft zu Opfer gefallen ist. Und auch zu dieser Maus eine ganz, ganz kurze Info. Könnt ihr jetzt lesen? Könnt ihr noch ein paar Sekunden lesen? Das Video könnt ihr pausieren. Sollte logisch sein. Ich nehme jetzt schon 7 Minuten lang auf, nur für den scheiß Computer. Und, ich weiß nicht, bevor sich so ein Video gewünscht wird, habe ich mir gedacht, mach ich eins. War gerade machbar und ich hoffe, man sieht sich auch beim nächsten Mal wieder. Ich schneide das Video jetzt zusammen und nehme dann morgen für euch weiter auf. Es ist schon spät für mich, für euch nicht. Haut da rein, bis zum nächsten Video, vorherigen Video, was auch immer. Oh, tschüss.